Gutes Essen schmeckt nicht nur gut, auch das Kochen macht bereits sehr viel Spaß. Das erfuhren auch die WZ-Leserinnen Petra Stift, Angela Hoffbauer, Anne Schormann und Dorothea Weiken, die beim WZ-Gewinnspiel um ein 3-Gänge-Menü gewonnen haben. Und Zitrone? Ja, gleich. Ich glaube, sie haben Angst, sie werden nicht fertig, ne? Nee, weil der Apfel wird gleich bronchial anhalten, weil wir keine Zitrone rechtzeitig haben. In der Küche des Restaurants an Bord konnten sie Chefkoch Michael Bogdan über die Schulter schauen. Der Koch zeigte ihnen viele Tricks, mit denen die Gerichte noch besser gelingen. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Kabeljau, der mit Grillbananen und Kartoffelzwiebelstampf die Hauptspeise bildete. Die Würze sieht man zu Hause ganz normal mit Salz nach Geschmack. Den Fisch wird bitte erst kurz vor dem Anrichten. Keine Zitrone. Nee, das Wir müssen alles salzen, säuern, ist aus dem letzten Jahrhundert, wo noch keine Kühlschränke gab. Wenn Sie Fisch und Zitrone nehmen, fängt er an zu kochen. Einmal kurz vorgemacht und schon funktionieren die Handgriffe wie von selbst. Am Ende einer spaßigen Kochrunde können sich die Ergebnisse sehen lassen. Als Vorspeise Kürbissuppe mit Ingwer und Kokosmilch. Der Hauptgang Kabeljau in Senfhonigkruste auf Pak Choi mit Grillbananen und Kartoffelzwiebelstampf. Und als Nachspeise Bratäpfel mit Marzipan-Rosinenfüllung. Die Rezepte zum Nachkochen finden Sie in der WZ vom Sonnabend, 9. Dezember.